Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Letzte Woche hatte ich ja drei Häuser gebastelt und eins von denen werde ich heute einrichten. Viel Spaß! Wir fangen im Untergeschoss an. Als erstes kommt ein selbstgebasteltes Tisch in der Ecke, mit natürlich auch vier Stühlen und wie ich die gebastelt habe, zeige ich euch jetzt. Den Tisch werde ich aus so eine kleine Holzplatte machen, aber die werde ich mir erstmal zurechtschneiden. So sieht jetzt meine Tischplatte aus. Und als nächstes nehme ich mir so einen karierten Holzstiel und schneide mir da ein paar Stücke ab. Ich habe mir vier Stücke ausgeschneidet, die 3,5 cm groß sind. Und die zwei kleineren Stücke sind nur 2,5 cm groß. Und die kann ich auch schon alle an die Tischplatte festkleben. Muss ich nur noch weiß bemalen und dann ist es fertig. Und jetzt zu den Stühlen. Für die Stühle braucht ihr diese zwei Stücke Pappe. Das wird dann der Sitz und das wird dann die Lehne. Wird ungefähr so aussehen. Aber erstmal werde ich sie auf ein schönes Stück Filz kleben. Jetzt schneide ich die beiden Teile aus. Jetzt klebe ich sie nochmal an, damit die andere Seite auch beklebt ist. Jetzt habe ich hier meine zwei Teile und die werde ich dann so ungefähr zusammenkleben. Für die Stuhlbeine braucht ihr erstmal ein Stück rundes Holz und den spitzt ihr dann an. Am Ende sollte dann euer Stück so aussehen. Und das macht ihr weiter, bis ihr vier Stücke für jeden Stuhl habt. Meine Beine sind auch übrigens 2 cm lang. Als nächstes werde ich sie Gold ansprühen. So sehen dann die fertigen Stühle aus. Und die gefallen mir wirklich richtig gut. Die sehen sehr modern aus. Ich muss euch aber ehrlich sagen, dass sie nicht super stabil sind. Also man sollte nicht zu oft damit spielen, aber gut aussehen tun sie auf jeden Fall. Insgesamt habe ich vier Stühlen gebastelt und die stelle ich alle um den Tisch. In der anderen Ecke kommt der Sofa und wie ich den gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Für den Sofa braucht ihr erstmal ein Stück Karton und davon werde ich mir jetzt ein paar Stücke zuschneiden. So sehen die dann aus. Das ist dann die Form von dem Sofa und auf beiden Seiten ist hier etwas Platz für die Lehnen. Und hinten kommt natürlich auch noch eine. Ich schreibe jetzt irgendwo die Maßen hin. Zwei von den Teilen klebe ich zusammen und das dritte zerschneide ich noch ein bisschen. Die Teile habe ich jetzt zerschnitten und die zwei Teile habe ich zusammengeklebt. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Teile. Auf jeden Teil kommt dann ein Stück davon. Das ist eine so Art Schwamm, damit die Kissen gepolstert sind.
Als nächstes werde ich alle diese Teile mit ein Stück Stoff einwickeln. Zuerst wollte ich es mit diesem hellen rosa Stoff machen, aber ich habe gemerkt, dass man den Blau ein bisschen durchsieht. Deshalb werde ich zuerst ein Stück weißen Stoff drüber machen und dann erst den rosanen. Ich habe jetzt alle Kisten fertig gemacht und habe sie auch schon auf diesen Teil dran geklebt. Als nächstes brauche ich eine Rückenlehne und zwei Seitenteile. Die zwei Seitenteile habe ich hier und die Rückenlehne habe ich sogar auch schon in den Stoff eingewickelt und die werde ich jetzt ankleben. Die ist mir hier ein bisschen zu groß geraten und deshalb werde ich dieses Teil noch abschneiden. Dann sieht man zwar ein Stück von dem Karton, aber das ist ja nicht so schlimm, das ist ja unten. Die zwei Seitenteile habe ich jetzt auch mit Stoff beklebt und die werden natürlich jetzt auch beide an den Sofa geklebt. Und so sieht jetzt der Sofa aus, der ist fast fertig, aber ihr seht, hier sieht man noch ganz viel hässliches Karton und dafür braucht ihr einen Streifen Papier, den werdet ihr auch mit Stoff bekleben und das könnt ihr dann hier herum machen. Und so sieht jetzt der Sofa fast fertig aus, aber es fehlen noch Beine und die werde ich aus Perlen machen. Aber ich möchte, dass die Perlen Gold sind, deshalb werde ich sie jetzt ansprühen. Die vier Perlen sind jetzt angeklebt. Und der Sofa ist fertig. Auf dem Sofa kommen noch ein paar Kissen und ein Stück von einem Band als Deko. Ein Teppich lege ich vor der Couch. Für den Fernsehtisch benutze ich ein Playmobil-Teil. Und drauf kommt natürlich der Fernseher, eine Zeitschrift und ein Telefon, der sogar farblich passt. Eine Playmobil-Pflanze kommt dorthin. Für den Küchenbereich kommt ein neuer Boden rein. Und ich stelle auch schon die Küche drauf. Und die Bastelanleitung dafür kommt jetzt. Hier habe ich jetzt die ganzen Teile. Und ich werde euch jetzt hier irgendwo die Maßen hinschreiben. Und jetzt werde ich die Stücke zusammenkleben. Küche im Moment aus. Das wird dann der Kühlschrank. Als nächstes benutze ich weiße Pappe, um diese Löcher, also diesen hier und den hier oben zu bekleben. Die Küche jetzt aus. Ich habe auch schon ein Loch hier reingeschnitten und dort drin werde ich jetzt das hier festkleben. Als nächstes male ich die Schubladen mit diesem schwarzen Stift auf. Als nächstes benutze ich Draht, aber den werde ich mir erstmal zurechtformen. Das sind jetzt alle Teile. Und zusätzlich zu den Teilen habe ich mir auch noch aus Holzstielen diesen Hahn gebastelt.
Und diese ganzen Teile werde ich erstmal Gold ansprühen. Und hier sind jetzt alle Goldteile. Und die werden jetzt natürlich alle angeklebt. Den Herd mache ich aus ein Stück schwarzem Papier. Jetzt machen wir den Ofen. Und jetzt ist die Küche fertig. Ich dachte, ich wäre mit der Küche fertig, aber ich habe jetzt doch noch eine Idee bekommen. Das sind extra Stufen von dem Playmobil Puppenhaus. Und die werde ich jetzt als Regale hier verwenden. Und deshalb habe ich mir solche kleinen Formen ausgeschnitten. Und die werde ich dann hier ankleben und dann kann ich die Regale dort drauf kleben. Und was ich meine, seht ihr dann jetzt. So sieht das dann aus. Hier habe ich dann die Stücke von der Schaumstoffplatte angeklebt und da drauf dann die Stufen. Und ich finde, das sieht richtig toll aus, also es gefällt mir. Und ja, jetzt ist die Küche auch wirklich fertig. Mit Putterfix befestige ich Küchenutensilie an der Wand. Auf dem Tisch kommt noch eine schöne Vase. Die wird auch mit Putterfix befestigt. Ein selbstgemachtes Brot aus Fimo und ein Messer kommen auf den Tisch. Mehr zu dem Brot erfährt ihr in einem anderen Video und den verlinke ich euch oben rechts auf dem i. Jetzt räume ich die Küchenregale ein. Zwei Bilder an der Wand wurden auch aufgehängt. Ich bin jetzt mit dem Erdgeschoss fertig und wir machen auch direkt oben weiter bei den Schlafzimmern. Als erstes kommt ein selbstgemachtes Bett in der linken Ecke. Es wurde aus Holzplatten gemacht wie die vom Esstisch und dickere Holzstiele. Kissen und eine Decke kommen auf dem Bett drauf. Diese Playmobil-Garderobe werde ich als Trennung für die zwei Zimmer verwenden. In dem Kinderzimmer kommt erstmal dieser Schreibtisch. Und wie ich den gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Der Schreibtisch wird hauptsächlich aus Pappe gemacht und ich habe mir einen Teil davon aufgezeichnet. Das schneide ich jetzt aus. Wenn ich es dann auf den Linien zusammengefaltet habe, erscheint die gewünschte Form. Und damit es diese Form behält, wird es zusammengeklebt. Jetzt wird ein Streifen hier vorne angeklebt, um die Schubladen darzustellen. So sieht es dann aus. Ich werde jetzt zwei von diesen goldenen Steinchen an den Schubladen ankleben. In der Mitte habe ich auch noch einen schwarzen Streifen angemalt. Aus einem Holzstiel werde ich mir die Beine jetzt zuschneiden. So sehen die dann aus. Jetzt müssen sie nur noch angeklebt werden. Der Schreibtisch ist jetzt fertig, aber es braucht noch einen Stuhl. Ich habe einen neuen Filzkissen für den Stuhl gemacht, damit es auch zu den Stühlen im unteren Geschoss passt. Es kommt noch ein Teppich ins Zimmer und natürlich ein Bett. Diesmal ein Playmobil-Bett. Eine gemütliche Decke aus dem gleichen Stoff wie den Sofa lege ich auch auf dem Bett. Jetzt fehlen nur noch ein paar Details. Und fertig ist dieses Haus. Im Kinderzimmer habe ich noch ein paar Bilder über dem Bett aufgehängt. Wenn ihr auf Instagram was nachbastelt, dann verlinkt mich gerne, damit ich es dann sehen kann. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Bei Familie_Freundorfer.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.